Hallöchen, immer noch der gleiche Tag, Montagabend. Eine Episode ist keine Episode, deswegen gibt es vielleicht noch eine zweite hinterher. Hier hat sich natürlich noch nichts Neues getan. Aber ein bisschen mehr Vorsprung kann nicht schaden. Drum geht's los. Peter Lasseter. Was? Das ist nicht. Er ist John Lasseter. John Lasseter. Aber zum
15 der Untergang. Habe ich nämlich noch im Geschichtsunterricht geguckt, Mann. Was ist denn? Das sechste Jahr ist es 2004. Regisseur? Oliver Hirschbiegel. Ach, Hirschbiegel. Okay, da beim nächsten habe ich den Regisseur, den gibt es nicht, oder? Nein. Film Nummer 16, das Jahr 1919. Das ist meine Kinder. Ja, mein Gott, ja, das ist meine Kinder. Es steht 35 zu 29. Ich meine, für den Jahreszeit das ist irgendwie nicht. Ich bin 14. The Wolf of Wall Street. 2014. 2011. Das ist näher dran. 2013. Scorsese. Ja, Scorsese. Scorsese? Ich meine, von dem noch fast den nächsten. Es steht 37 zu 30 für Marius, der sich beschwert hat. Danny Boyle? Danny Boyle. Divine. 39 zu 34 für Marius. Das ist jetzt ja. Und jetzt wird er uns jetzt. 2003 oder was? 2003. Und jetzt ist verstanden. Andrew Stanton und Lee Unkrich. Oh, Andrew Stanton, bitte. 2021. Juicy. 2014. 14, was ist? Immer mit seinem Sack, ja, wusste ich. Ja, das wusste ich auch eigentlich. Deswegen hat er da so gegrinst. Das ist der Fincher-Beute. Genau. Jonas hat sogar deinen Fincher von euch. Scheiße, Hilo, das wusste ich. Ärgerlich. Weiter. Okay. 22. Logan. 17. 16. Billy Wilder. Jesus. Oh, das ist sogar vom Klang her recht nah. William Wyler. William Wyler! Scheiße! Okay. Film Nummer 24, Mad Max Fury Road. 14. Okay. Ja, 15, ne? Ja, 15. Für mich ist es nicht völlig Miller. Und für mich, also. Zu 39. Richard Kelly. Okay, es steht 43 zu 43. Wow. Jetzt kommt meine Null-Regisseur-Filme. Guardians of the Galaxy. Funklandung. Und es ist Jonathan Gunn. James Gunn. James Gunn!
2006 und 2007. Punkt lang. Okay, ich krieg einen Punkt für die Spannender ist eine Welt. Und wir gewinnen hier mehr. Ja. Wir haben das Herzen unserer Zuschauer. Weißt du nochmal, der Nachbar hat es gefallen? Ja. Schnell. Aber er schon nur bei jedem zweiten Zitat verspricht. Der muss Bill gepatze. Okay, Jonas, mach's auch zu. Ich bin schon da. Ja, gut. Wenn ihr das vielleicht vor der Chris wollen, dann probiert es.
tasty. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf die Blabla-Fabrik und heute sind wir wieder mal am Start. Wir, die Jungs von der Filmfabrik, das sind Marius Stolz, Chris Kessel und Herr Petrogan, das bin ich. Es ist
Ja, die 80er Retro-Version. Das hat er nicht mal gemacht. Also diese 3 Zitate, das erste Zitat.
Glas Wasser? Ich finde bei... Ja, Wasser mehr. Bei Jahreszahlen finde ich weiter. Ja, aber wir können ja noch einen Vorschlag, wir können ja bei den Okay. Und die dritte Phase bleibt erstmal geheim. Okay. Da geht es aber um Filmtitel und um Spiel. Wow! Ja, das hat er mir schon gut. Wir haben diesmal auch eine Zusatzregel. Bei übermäßigem Grund. So delicious. Ist das ein fairer Schiedsrichter? Ich finde aber fast so. Wenn ich mich auch aufrege, rede ich mich auch selber. Ja, nicht mich irgendwie selber. Aber wenn ich mich aufrege, rede ich mich auch selber. Wenn es keine 10 von 10 immer gibt, dann gibt es das Format einfach nicht. Wow. Nee, und dieses Mal gibt es aber eine ganz besondere Bestrafung für den Verlierer. Das hast du uns eben schon erzählt. Gott, bin ich doof. Oh. So delicious.
juicy. So delicious. Tasty. Eigentlich so ein bisschen. Okay, also, okay. Das geht.
Diese Frau verdient ihre Rache und wir verdienen den Tod. 6-4 für Mario. Oh, okay. Der erste ist es. Das ist so, als wenn du eine Straße und dann so, oh, du hast ein schönes Daumen.
unter Kontrolle ist gleich. Und nochmal 15 Level geschafft. Jetzt müsste man ja schon ein bisschen was sehen. Ah, ein bisschen Vorsprung. Nun gut, also nochmal eine schöne Woche. Vielleicht gibt es ja in den nächsten Tagen, Abenden noch ein bisschen Nachschub. Okay, macht's gut. Tschüssi.